Ja, willkommen auf Zypern und ein geniales Wetter haben wir. Wir hatten heute einen Tag schon 19 Grad. Heute ist der 23. Dezember, also ein Tag vor Heiligabend. Und bombastisches Wetter, selbst für Zypern ist es sehr warm. Wir werden die Woche noch 21 Grad bekommen. Das ist genial. Und die Wellen Meter hoch. Ich meine, das ist eins der Strände, wo am meisten los ist. Genial. Also richtig traumhaft heute. Schaut mal, die Wellen. Ja, demnächst haben wir gleich Sonnenuntergang. Wir werden euch noch ein bisschen durch Paphos mitnehmen, weil es ja Weihnachtszeit und da gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt bei der Mall. Da werden wir auch noch mal vorbeischauen. Da oben steht unser Camper mit bestem Blick. Na gut, wir nehmen uns jetzt euch mit nach Paphos. Wir gehen hier noch ein bisschen spazieren und dann sehen wir uns später. Wir sind jetzt in der Kings Avenue Mall und hier ist alles schön weihnachtlich. Die letzten Einkäufe werden hier noch gemacht. Alles schön geschmückt. Ja, strahlt auch hier alles. Wir werden das ja hier draußen auch noch mal zeigen. Da ist auch alles schön geschmückt. Weihnachtsmusik. Und jetzt gucken wir mal hier runter. Sieht cool aus. Und hier gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt. Klein und fein. So kalt ist doch auch nicht. Schaut mal da. Da ist eine Heizung. Hallo? Also in Deutschland könnte ich das ja noch verstehen, aber hier auf Zypern. Ja, hier gibt es ein paar Stände. Was haben wir hier? Einmal Zapfwehstand. Schaut mal, hier ist die Heizung. Oh, wir kommen glaube ich zu spät. Die machen gerade Feierabend hier. Ein paar Süßigkeiten. Hier gibt es Mini-Donuts. Die gibt es halt überall auf dem Weihnachtsmarkt. Ah, und leckeres Gebäck. Glühwein. Hey. Ja, Kaffee darf nicht fehlen. Aber sieht schön aus, der Weihnachtsbaum. Kings Avenue Mall. Pizza Hut. Eine Dönerbude haben wir auch hier. Gibt's Donuts mit Honig. So, und wir werden noch ein bisschen durch die Stadt fahren und werden noch so ein bisschen zeigen, wie hier alles geschmückt worden ist. So, jetzt kommen wir an der Mall vorbei. Genau, da waren wir gerade.
Und da seht ihr schon den ersten Kreisverkehr. Wir fahren mal uns. Nee, wir fahren hier lang. Fahren wir mal kurz zum Strand noch. Was heißt zum Strand? Zum Hafen, ne? Ah, hier ist auch schön geschmückt. Ui. Glitzert schön, ne? Ah, die Palmen wehen, aber da hinten sind ein paar Angler und da spritzt das Wasser hoch und da sind die Angler und hier, habt ihr es gesehen? Da! Heftig. Jo. So, von hier aus geht es dann gleich auf die Autobahn. Das ist jetzt der letzte Kreisverkehr, bevor wir nach Hause kommen. Und der hat ja eine Besonderheit, der hat nämlich eine Ampel. Ansonsten wird dieser Kreisverkehr nicht funktionieren, weil von der Autobahn ganz, ganz viele Fahrzeuge kommen. Also zu Stoßzeiten morgens und wenn die Kinder von der Schule geholt werden, ist immer ganz viel los. Das ist auch zu merken, wenn wir dann bei der Schule ankommen. Ich weiß nicht, da sind irgendwie 1000 Schüler und fast so viele Fahrzeuge findet ihr dann rundherum auf den Parkplätzen. Ich glaube, die haben 5 Parkplätze. Einen haben die nochmal vergrößert und die sind alle proppenvoll, wenn die Kinder abgeholt werden. So, jetzt geht es hier einmal rum. Und wir fahren jetzt in der inneren Spur und jetzt blinken wir an und fahren auf die Autobahn natürlich auf der rechten Spur, so wie es sich gehört. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es einen Unfall hier. So, wir sind zu Hause. Hier ist noch eine Runde im Pool. Ja, gehen wir hier nochmal lang. Hier sind die Bäume so ein bisschen geschmückt. Seht ihr das? So, hier ist der andere Pool. Und geradezu ist das Fitnessstudio. Da möchte ich demnächst so ein bisschen trainieren. Dann sage ich mal frohe Weihnachten und wünsche schon jetzt schon ein gesundes neues Jahr. Bleibt gesund. Bis bald.